Hallo lieben Leute, und es geht weiter mit Call of Duty Black Ops. Unsere nationale Sicherheit ist akut gefährdet. Er kennt keine Angst, kein Gewissen, keine Schwäche. Sein Name ist Dragovich. Ja, den kennen wir ja schon. In der Szene haben wir den schon mal gesehen. Gut, dass Sie wieder da sind, Mason. Pentagon. Der hohe Besuch. Er ist hier. Sie schienen uns zu beobachten. Mich zu beobachten. Damals konnte man niemandem vertrauen. Manchmal nicht mal sich selbst. Das ist sicher, Mason. Um herauszufinden, ob wir ihnen trauen können. Wir haben sie die ganze Zeit beobachtet. Hallo, meine Hübsche. Das ist unmöglich. Ich war im Pentagon. Sofort, Herr. Freigabe Prospero. Ehrenhafte Helden. Ich erinnere mich. Ich habe Zahlen gehört. Und bekam sie nicht aus dem Schädel. VIPs. VIPs. Ja, normal. Zack, Tony geht hier rein. Irgendwas hat an mir genagt. Was, Mason? Ich irre wohl nicht, wenn ich sage, dass die Zivilisation von hier aus schon mehrmals gerettet wurde. Ich weiß nicht. Es fühlte sich an wie im Traum. Schritt 2. Aufstieg aus der Dunkelheit. Schritt 3. Feuerregen. Ja. Sie nähern sich ihrem Ziel. Stets ein Erlebnis. Ganz nebenbei, nicht zu spoilern, das ist die zweite Karte von dem Zombie-Modus hier, Pentagon. Five heißt sie. Das ist dieselbe. Wenn man das Spiel durchspielt, dann kriegt man die Karte. Sikorax. Es gibt zwei Maps insgesamt. Diese Zuflucht für den Zombie-Modus wurde 1943 gebaut. Sie wird nur selten benutzt. Danke, Herr Minister. Viel Glück, Mason. Ciao, Hudson. Mr. President? Ja, yes, das ist John F. Kennedy. Ist mir eine Ehre, Mr. President. Setzen Sie sich. Fett. Was ist das jetzt? Zeitlupenmodus? Da sind 4 Uhren auf der Wand zu sehen. Boah, ich kann das jetzt nicht erkennen, welche Länder das sein sollen. Oder Städte. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Dragovic. Hä? Was ist das jetzt? Man sagte mir, Sie seien der Beste. Ich Überall. Bin der Beste. Der werden Sie sein müssen. Mr. Mason, kümmern Sie sich darum. Ja, wie es aussieht, müssen wir diesen Dragovic oder wie der heißt, erledigen. Da er halt eine wichtige Person ist und die Menschheit terrorisiert. Das müssen wir jetzt erledigen halt. Boah. Eine Atombombe, übelst. Ja, das ist wohl der Bereich, den wir jetzt spielen werden. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Ob das Russland ist oder woanders. Keine Ahnung. ...1963.
17. November, 7 Uhr, also morgens. UdSSR, das ist doch... Ja, das sollen noch die Russen sein, glaube ich. Ja. Ja, dann, ja, wir spielen in Russland. Sieht man schon an dem Schild, an der russischen Schrift. Kein Zeichen vom Weber, wir müssen los. Wachsam bleiben, Mason. Okay. Gehen wir. Folgen. Ja, als zweiter haben wir eine Revolver. Nice one. Und als Primärwaffe haben wir die MP5. Komm zurück. Los, X-Ray. Soyuz 1 startet gleich. Sind unterwegs. Over. Roger. Uns rennt die Zeit davon, Mason. Na los. What? Ich finde, das ist der coolste Charakter von Call of Duty Black Ops. Sie sieht so Rambo-like aus. Boah, die Grafik sieht echt übelst aus, ey. Echt übelst. Nein, 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 das ist was faul. Es ist viel zu viel los. Yankee 1-3, Bericht. Yankee 1-3, Bericht. Wie wird Kein Kommentar. Mal sehen, was da draußen ist. Der Countdown läuft schon. Ja, wie sie eine Rakete. Da ist die Soyuz 2. Sie startet 10 Minuten nach der Soyuz 1. Da vorne ist die Kommandozentrale. Mason, Aktivität auf der Straße. Sieh's dir mal an. Scheiße, es ist Weaver. Er ist aufgeflogen. Ihr Kollege will mir seine Anwesenheit in dieser Anlage nicht erklären. Wer ist das, verdammt? Ergeben Sie sich. Wir behandeln Sie angemessen. Das ist Kravchenko, die rechte Hand von Dragovic. Das ist die einzige Warnung. Wir können nichts machen, Mason. Weaver hat's erwischt. Ich weiß. Sie haben die Wahl. Das ist nicht gut. Boah, was? Verdammte Scheiße! Die Whisky schon in Position. Roger, X-Ray. Was hat er gemacht, ey? Hat er ein Messer in sein Auge reingeschoben, ey? Wird alarmiert sein. Position halten. Wir sind unterwegs. Roger. Okay. Los geht's. Okay, wir müssen hier runterspringen. Ja, Kontrollpunkt erreicht. Okay. Helikopter im Anflug! Bewegung! Deckung, Deckung, Deckung! Fliegt davon. Ah, noch eins. Nach. In Bewegung bleiben. Alles gut. Los geht's. Achso, wieso wir brauchen diese Uniformen. Ich nehme den am Boden. Yeah, jetzt geht's ab. Mach ich. Boah, was für ein Messer ist das, ey. Übelst. Langsam, langsam, langsam. Boah, da hat der voll in seinen Nacken hineingestochen, ey. Schaffen wir sie weg. Übelst. Ja, jetzt müssen wir die Leichen hier wegbringen, also wegtragen und die Uniform halt anziehen, damit wir nicht erkannt werden. War Weavers Rettung wichtiger als ihre Mission zu erfüllen und Dragovic zu töten? Weaver war Russe, aber er war in Ordnung. Weaver war Russe. Ich hoffe, du kannst seit Vorkuta etwas Russisch. Aber er war in Ordnung. Will ich Was hoffen. Soll das bedeuten? Wir müssen Weaver retten. Was für Vorurteile, ey. Nicht schießen, wir bleiben inkognito. Hey, что это за шум? Собаки прогладьте. Ладно, будьте начеку. Если чертовы псы будут брехать, Да. Er hat gar keine Ahnung, was er da labert, ey. Brooks und Bowman müssen direkt voraus sein. X-Ray, hier Whiskey. Feinde in Sicht, schalte sie aus. Vorwärts! Ja, da sind unsere nächsten Kollegen. Die beschaffen sich jetzt auch die Uniform von den Wächtern.
Was ist mit Weaver? Er ist aufgeflogen. Wir fahren wie geplant fort und hoffen auf eine Gelegenheit. Okay, los geht's. Ja, die Wachen. Ich glaube, die werden uns nicht erkennen, würde ich mal so sagen. Что происходит? Повышение давления в отсеке 12А. Unauffällig bleiben. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна вспомогать любые колебания. Ты уверен? Эй, у нас проблема. Охрана квадрат не выходила обратно. Не выходить на связь. Ich glaube, sie haben die Leichen gefunden. Nein, alles gut. Macht, was sie machen. Okay. Kommandozentrale voraus. Scharfschützen auf dem Dach. Ach, das sind gar nicht meine Männer. Ja, wenn die alle so gleich aussehen, okay, dann ja nichts dafür. Brooks, kümmert euch um sie. Was wird jetzt geschehen? Unes Problema. Some neu. Bereit? Jede Etage sichern, bevor es weiter hochgeht. Ich schalte den Funk aus. Boah, ja, diese Szene kennen wir ja aus diesem Video da. Single-Player-Video. Zack. Scheiße, wir sind erledigt. Oh, scheiße, wir wurden entdeckt. Aber egal. Wir werden die auch so ausschalten. Nein, nein. Ich schmeiß eine Granate. Granate geworfen. Und boom. Boah, sein Bein wurde weggesprengt, ey. Übelst. Schneller, schneller. Ja, ich dachte, das wäre eine Blendgranate, aber wie es aussieht, ist das eher eine Rauchgranate. Ja, sind wir auf dem Dach. Ach, verdammt, ey. Ich bin mir sicher, dass man ihn runterschubsen könnte. Würde ich mal so denken. Weil er so stand. Aber egal. Ja, und den letzten. Bitte kommen. Over. Boah, wie viel Blut, ey. Übertrieben. Er ist in einem Bunker südlich der Kommandozentrale. Mason! Mason, komm rüber! Armbrust, yeah. Explosivpfeile, sofort! Oh. Ich sichere die Leiter! Jetzt geht's ab. Feind nähert sich von Norden. Wir sind festgenagelt. Zack. Wir haben Gesellschaft. Bam. Sie setzen fest. Schalte Zack. Die Fahrzeuge aus. Bam. Da kommt noch mehr. Ja, noch ein Truck. Den haben wir auch. Der Truck, aufpassen! Und. Ach, voll daneben. Boah, der. Jules. Ja, da ist noch ein Tank. Und zack. Die Arschlöcher sind auf dem Rückweg. Ich halte die Stellung. Schieß. Beeilung, Mason. Okay, davor machen wir eine Pause. Gleich geht's weiter.